Weiter geht's bei Workers and Resources. Und hier vorne werden wir heute umbauen. Ich habe mir das jetzt wirklich lang genug mit angeguckt, denn es funktioniert ja nur offensichtlich auch so, wie wir es uns gedacht haben. Nicht unter anderem auch, weil die Lebensqualität hier mit 55% einfach miserabel ist. Und werden diese ganzen Dinger jetzt hier gnadenlos abreißen. Und einmal neu machen, bitte. Also das ist einfach, das war nix, das ist nix und das wird auch nie was sein. Und wir werden jetzt hier, das gehe ich mal kurz in die Pause, solange wie wir das machen, auch neue Gebäude hinbauen. Ich habe mir da auch mal schon ein paar schöne angeguckt, die man da nehmen kann in der Ecke. Und dann machen wir hier einfach eine zweite kleine schnucklige Wohnsiedlung draus. Das ist einmal dieses hier. Das finde ich ja echt schick, muss ich sagen. Es gibt natürlich hier noch so ein paar andere schöne Ziegelbauten, die hier. Aber die haben halt alle auch Straßenanschlüsse. Es gäbe natürlich noch ein paar Mod-Gebäude. Die haben auch so 84%. Aber die sind mir zum Teil alle zu groß. Also ich will hier keine Gebäude haben. Eher hier wäre eventuell noch was. Ja, WBS End. Da könnte man überlegen, dass man dann den passenden Anfang nimmt. Aber weiß ich nicht. Hier unten hätte man noch einen, aber der hat auch nur eine Qualität von 84%. Das könnte man überlegen, dass man die hier vielleicht... Ja, ich denke, das ist okay, wenn wir die einmal dahin stellen. Und einmal dahin. Quasi als Einfassung des Ganzen. Ja, das gefällt mir nicht. Wir machen es wirklich mal so. Okay, dann werden wir hier vorne mal den wegnehmen und den Weg, den bauen wir dann bitte auch nochmal neu. Das können wir einmal da lang gehen, einmal da lang. Und einfach einmal nach da. So, das können wir auch in Auftrag geben und ihn können wir damit anschließen. Und den da. Gut. Haben wir das auch. Und hier vorne müssen wir wirklich ein schönes Gebäude hinsetzen. Würde ich tatsächlich gerne so ein mittleres Gebäude hier aus Ziegeln hinsetzen. Schön mit 50 Leuten oder so. Das kommt einmal nach dort. Und auch hier versuchen wir dann einmal vielleicht sogar da hinten rum. Er nach da und der nach dort. Wir könnten hier hinten was bauen. Ah, schade. Doch, das geht. Ja, vielleicht kriegen wir das hier hin. Einmal da lang. Einmal daran und einmal daran. Dann müssen wir natürlich noch irgendwie damit rankommen. Ah, das sieht natürlich unschön aus. Ja, wir machen das mal so. Okay, gut. Dann wird das hier auch gebaut, denn dieser Schandfleck ist wirklich, also das geht einfach nicht. Das muss jetzt echt mal neu gemacht werden. Das ist so einfach nicht mehr tragbar. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. So, die Baustelle sieht auch gut aus. Die wird hoffentlich auch irgendwann fertig sein. Jetzt haben wir da eine Produktion, die gestoppt wurde. Und ja, da sind mal wieder keine Leute drin gewesen. Aber auch da geht es weiter. Okay, so, wie sieht es hier hinten aus? Hier haben wir die Bushaltestelle und wir haben die Straßen. Die könnten wir natürlich auch nochmal bauen hier, die hier vorne. Wir könnten hier zum Beispiel auch schon anfangen, das Ding ans nationale Bitumverteilungsnetz anzuschließen. Das hatten wir beim letzten Mal eigentlich schon mal machen wollen, aber jetzt machen wir das wirklich. Ah, wir könnten schon Fleisch einlagern. Na gut. So, also, nationales Bitumenverteilungsnetz. Wie läuft das? Es gibt hier hinten ein Bitumenlager. Das ist einmal... Muss ich gerade mal gucken, wo wir das hingesetzt haben. Nerdistan Bitumen. Und du hast noch keine Verbindung. Jetzt ist die Frage, ist Nerdistan Bitumen eher etwas für intern oder extern? Ich persönlich würde ja sagen...
der holt sich das aus dem hier. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo das angeschlossen ist. Ich hoffe ja, an diesem komischen Megakonstrukt hier vorne. Genau, 300 Tonnen Bitumen. Das heißt, der holt sich das da vorne. Einmal bitte da bleiben. Und du gehst einmal von dort nach dort. So, jetzt habe ich die Befürchtung, dass wir hier eine... Nee, das ist Laden und Entladen. Okay, dann können wir einmal da reingehen. Einmal entladen bitte. Wir holen uns hier Bitumen, gehen da rein und bitte nur 10%. Das ist ein großer Tank. Das sind 150 Tonnen schon. Wahrscheinlich würden hier sogar 5% reichen. Können wir das auf irgendwie 5% machen? Nee. Nee, minimal geht es 10%. Dann machen wir hier 10%. Dann können die Fahrzeuge tatsächlich schon mal losdüsen da hinten. Die müssten sich jetzt auch hier auf den Weg machen. Ja, ihr seht es hier. Hier fahren sie los. Und wir können ja mal, ein so ein Fahrzeug mal verfolgen. Und mal gucken, wie es hier aussieht, wenn wir mit Vollgas durch Vladivostok fahren. Oh Gott, das ist echt ein bisschen schnell, ne? Leute, wir machen mal eine normale Geschwindigkeit. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das hier aussieht, wenn wir mit normaler Geschwindigkeit durch Vladivostok fahren. Na toll, es steht da voll auf den Gleisen drauf. Super. Nein, es kommt ein Zug. Fahr weiter. Okay. Es war anscheinend nicht so schlimm. Tja. Jetzt stehen wir hier und warten. Weil wir eigentlich da hinten irgendwo hin wollen. Und wir uns durch diesen gesamten Kreis durchschlängeln müssen. Gott, das ist aber auch der Wahnsinn vom Verkehr her. Wir müssten wirklich eine richtige Autobahnabfahrt bauen. Hier vorne. Wir müssten diesen Kreisel wahrscheinlich wirklich wieder weg und nochmal wegmachen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, wo wir hier jetzt gelandet. Wir müssten diesen Kreisel wahrscheinlich wirklich nochmal wegmachen. Ja, guck dich das an, was hier los ist. Das ist ja der Hammer, ey. Und die, vor allen Dingen, die müssen ja auch alle wieder hier hin. Die fahren jetzt also alle hier lang, fahren dann dahin, fahren dann hier zurück, hier rum in den Kreisel, um dann nach Vladivostok zu fahren. Hier voll beladen mit Bitumen. Okay, also da brauchen wir definitiv noch was anderes. Da muss ich mir zur nächsten Woche noch was anderes überlegen. So, links vorbei. Wir nennen das jetzt auch offiziell Schnellstraße und dichten Autobahn. Da rennen ja sogar die Leute rüber. Oh Gott. Also ich muss sagen, die Ecke da hinten mit dem Kreisverkehr, das müssen wir wirklich umbauen. Also das ist echt nicht gut. Ist die... Nein, ist der Tunnel fertig? Das ist ja super. Ich glaube, der Tunnel ist fertig. Dann können wir den auch schon gleich in Betrieb nehmen. Das wäre natürlich auch super. Die Fahrt ist ja doch etwas beschwerlich, aber ich will trotzdem gucken, wo er lang fährt. Ich vermute, am Ende fährt er, wir können es mal ein bisschen schneller machen.
fährt er links lang. Ich meine am Ende rechts. Gott, jetzt ist hier... Na, ich dachte schon, jetzt ist hier auch noch alles dunkel. So, genau. Jetzt rechts lang, bitte. Ja, genau. Okay, und während wir hier gefahren sind, ist mir zu dem anderen Thema nochmal was eingefallen. Also grundsätzlich sind wir hier, war noch nicht ganz fertig, aber wir arbeiten dran. Hier hinten sieht es ja auch soweit gut aus. Der erste Tunnel ist fast fertig, auch da sind wir dran. Aber was wir hier hinten tatsächlich machen können, ist eine Brücke, ähnlich wie hier. Aber wir können das direkt bauen mit dem Verweis auf eben genau das hier. Das Problem ist ja unter anderem, ihr seht es hier, dass wir hier einen enormen Stau haben, weil es hier vorne im Prinzip überhaupt keine Verbindung mehr gibt. Unter anderem diese Fahrzeuge hier, die fahren alle hier rauf und die könnten theoretisch ja auch einmal hier rüber fahren. Das heißt, wir könnten einmal oder wir sollten einmal hier eine Straße bauen, dass wir hier eine Verbindung haben. Das ist ja außer hier oben auch nicht der Fall. Das wäre Schritt Nummer 1. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Das sollte klappen. Von da ab bitte einmal. Daran. Das können wir einmal mit Rubel bauen und dann einmal die Ecke gleich ebenfalls mit. Also mit normalen Mitteln. Das ist Schritt Nummer 1. Und dann können diese Fahrzeuge hier lang, hier oben durch. Und dann sollten wir eventuell die Straße wirklich als Einbahnstraße machen, dass die gar nicht erst hier lang kommen können. Und ich glaube nach wie vor, dass das hier nicht so verkehrt ist. Bloß die Umsetzung ist halt nicht so gut. Was wir noch machen könnten, wäre hier eine Brücke rüber, hier vorne. Und das habe ich getestet, das funktioniert tatsächlich. Dazu müssen wir allerdings erstmal alle Leitungen hier abbrechen. Das wird natürlich ein Heidenchaos werden hinterher, die Dinger wieder komplett richtig anzuschließen. Das Ding muss überhaupt mal komplett weg hier. Und jetzt habe ich schon vergessen, wo es alles hinging. Also da geht eine hin, da geht eine hin. Da muss eine hin und da muss eine hin. Das kriegen wir schon wieder hin. Das kriegen wir schon irgendwie wieder ran. Und wir fangen bitte mit einer Brücke. Und da nehmen wir direkt eine Brücke, die hier in der Lage ist, mit den Eisenbahngleisen zu arbeiten. Und jetzt muss ich nur mal gucken. Hier vorne ungefähr geht sie hoch. So, nur vielleicht noch weiter nach hinten. Genau. Einmal nach da. Also mal gucken, ob das halbwegs gerade ist. Das passt. Einmal nach da. Ja, das könnte man nochmal besser machen. Einmal nach da. Genau. Und jetzt versuchen wir hier unten wieder nach unten zu kommen. Gucken, ob das klappt. Einmal dahin. Und einmal nach unten. So, dazu müssen wir den Weg hier an der Seite einmal abreißen. Und einmal nach unten bitte. Na? So viel Platz sollte das gar nicht mehr brauchen. Einmal dahin. So. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir von dort aus das Stückchen abreißen und einfach mit der
Verbindung dort weiterarbeiten. So. Und dann gehen wir mit dem Gleis einmal daran. Und von da aus bauen wir das dann weiter. Dann hätten wir jetzt vor allen Dingen die Möglichkeit, dass die Fahrzeuge da auch vernünftig rüberkommen. Das heißt, die haben die Möglichkeit, einmal hier rumzufahren und zusätzlich hier hinten lang. Und wenn wir dann hier die Einbahnstraße machen, dann zwingen wir sie mehr oder weniger hier lang zu fahren, hier rum. Und wir könnten gucken, ob wir noch irgendwo hier eine Verbindung lang kriegen. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Auf jeden Fall wird es dann eher hier oben lang laufen. Und dann da lang. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Was wir jetzt halt testen könnten, wäre, ob wir da noch was lang kriegen. Aber das glaube ich... ich glaube, das wird nix. Nee, da ist das Gebäude im Weg. Nee. Da kriegen wir, glaube ich, keinen Snap-Punkt hin. So, jetzt haben wir natürlich, wir Idioten... Ja, Mann, ey. Jetzt habe ich natürlich hier diese ganze Elektrizität vergessen wieder anzuschließen. Wow. Ein Elektrizitätsproblem, wie unerwartet. Einmal. Zweimal. Dreimal und viermal. So, ich hoffe, jetzt habe ich alles wieder angeschlossen. Das sollte hoffentlich passen. Ja, da lief es gerade. Okay, gut. So, was haben wir hier jetzt für ein Problem gehabt? Da sind nur ein paar Busse, die unterwegs sind. Da ist auch nochmal wieder ordentlich Verkehr. Und er ist noch nicht ganz fertig, aber ist dabei. So, ich hoffe, dass mit dieser Maßnahme das hier schon wieder etwas besser wird. Und ansonsten müssen wir wirklich gucken, dass wir das Ding umbauen. Dass wir hier eine vernünftige Autobahnabfahrt bauen. Denn... Das Problem ist wirklich die Ecke hier. Das finde ich gar nicht so schlimm, aber auch das hier. Ach, was haben wir jetzt hier für ein Problem? Wo wollen die denn jetzt überall alle hin? Der will zum Betonwerk. Okay, da kann er doch auch hier rausfahren. Dann machen wir hier mal ein ganz normales Vorfahrtsschild, dass die Straße da Vorfahrt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege mir zum nächsten Mal, was wir da besser machen können. Also wir müssen das Ding nochmal abreißen und wahrscheinlich, so wie du es gesagt hast, Marco, wir werden wahrscheinlich einmal ein komplettes richtiges Autobahnkreuz bauen. Denn wir müssen hier irgendwas nochmal ändern. Und vor allen Dingen hier vorne auch den Verkehr. Aber das werden wir alles machen, wenn das hier fertig ist und wir gesehen haben, ob das passt. Dann wird das ja auch noch besser. Ich denke, die Ecke hier hinten ist soweit okay. Wir müssten diese Verbindung, da müssen wir gucken, dass wir die noch besser hinkriegen. Ja, wir sehen auch hier hinten zum Beispiel, dass hier einfach zu viele Fahrzeuge einfach völlig sinnlos wechseln. Was ist denn mit dem jetzt hier? Das ist der Gefängnisbus, ne? Also, wir checken mal. Der kann doch auch... Der kann doch auch... Oh, da sind sogar Leute jetzt drin. Ah, okay. Da natürlich nicht. Da fahren wir jetzt drei Richter. Der kann doch auch hier lang fahren. Hier rum. Ja, und dann hier natürlich auch nicht. Der will ja da hinten hin. So, wie kommen jetzt die auf die Seite hier? Gar nicht, ne? Nur indem sie hier lang fahren oder wirklich da hinten wechseln. Ja, das ist natürlich doof. Dann müssten wir wirklich hier noch eine Brücke bauen, die hier hinten irgendwie rangeht. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Wir haben hier tatsächlich eine Verbindung durch den Kreisel, der fehlt uns, nämlich die Verbindung hier rüber. Und das ist jetzt alles ein dauerhafter Wechsel. Wir können mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Denn wir könnten ja eigentlich die hier abreißen. Was ist denn, wenn wir da was hochbauen und dann es dann hier mit reinmünden lassen? Das Ding könnten wir doch eventuell auch abreißen. Wir versuchen mal was. Wir versuchen mal was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Wir können dieses Ding hier, das können wir eigentlich abreißen. Aber dazu werden wir vorher
einmal bitte eine ganz normale gebogene Brücke bauen mit, tja, ich würde sagen 20 Meter Pfeilern. Gehen einmal da hoch, bitte. Wahrscheinlich doch von da ab. Vielleicht nehmen wir dann doch lieber die hier. Zufriedenheit der Bevölkerung niedrig. Ja, ich weiß. Also da würden wir in die Höhe kommen. Aber das reicht wahrscheinlich noch nicht. Jetzt haben wir nämlich genau die Situation, dass die hier alle irgendwie drehen wollen und dass sich das deswegen hier total völlig sinnlos staut. Wo wollen die denn alle hin? Die wollen alle zum Nerdivostok ZOB. Das ist der Bonzenbus. Ja, das ist die Rotation, die sie da eigentlich normalerweise machen würden. So, und er will jetzt natürlich auch dahin. Aber wir müssen hier irgendwie eine Brücke bauen. Ich glaube nach wie vor, dass das die beste Idee ist. Jetzt müssen wir einmal hier oben gucken. Da arbeiten immer noch keine. Okay, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Da gibt es auch noch keine Mitarbeiter. Das ist unglaublich. Also der Stadtbus, der funktioniert ja überhaupt nicht, ne? Ganz ehrlich, den Stadtbus können wir wieder abbestellen. Diese vier Busse, die da jetzt fahren. Und da können wir eine einzelne Route nach oben machen. Aber jetzt müssen wir wirklich mal die Sachen hier lösen. Und ich glaube, wir haben hier vorne einfach nicht genug Platz. Wir nehmen mal die Straße hier weg. So. Machen wir bitte von dort eine Brücke. Dahin. Jetzt reißen wir auch das Gebäude mal ab hier. Das muss da jetzt einfach mal weichen. Ich will nur den Teil der Straße haben, bitte. Nur den bitte. So. Jetzt kommen wir darüber. Jetzt würde ich gerne da runter gehen. In die Richtung. Ja. Vielleicht kommen wir dann hier auch nochmal anders hin. Wenn wir den wirklich nur bis da machen. Dass wir dann da... Ah, komm schon. Da runter. Das würde gehen. Ja, super. Das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Ah, schade. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Zentimeter kürzer werden. Einmal dahin. Und dann da runter, bitte. Okay, wir versuchen es nochmal. Das muss funktionieren. Das muss funktionieren. So, ein ganz kleines Stückchen nach oben. Dann dahin. Und dann darüber. Und dann dahin. Ah, schade. Wir kommen nur bis nach da. Ich würde aber gerne noch ein bisschen weiter runterkommen. Wir machen das mal bis zur Hälfte. Gucken mal, ob wir von dort schon weiter nach unten gehen können. Es würde nach da gehen. Dann sieht es auch halbwegs gut aus. Und dann bitte darunter. Ja, da geht's. Jawohl.
Na bitte, da haben wir es doch. Ha! Sehr gut, dann können wir die Straße sogar so lassen. Und das Ding bitte einmal bauen. Den habe ich fälschlicherweise abgerissen. Den machen wir nochmal neu. Und dann können wir diese ganzen Verbindungen hier, diese ganzen Querverbindungen hier wegreißen. Dann können die nämlich hier hochfahren, hier lang fahren, da lang und dann da rein. Ha! Sehr gut. Wunderbar. Das machen wir so. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein neues Depot. Das Straßendepot, das können wir aber durchaus, das können wir einfach hier hinten mit hinsetzen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Da können wir auch hier so ein, dann nehmen wir hier so ein kostenloses. Das setzen wir da hin und dann ist gut. Fertig. Das reicht völlig aus. Das muss nichts haben. Das ist nichts Tolles. Das ist auch kein Problem. So, dann haben wir hier rüber jetzt unseren mehr oder weniger Pseudokreisel gebaut, dass die hier lang kommen, hier hoch, hier lang, hier runter und dann im Prinzip hier einmal kreiseln dürfen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir dann diese Einbahnstraße wegnehmen, sodass wir denen auch erlauben, hier natürlich auch lang zu fahren, sodass sie quasi von hier kommen und sagen, ah, wir wollen wieder zurückfahren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So. Und dann könnten wir als nächstes eine ähnliche Konstruktion mit dem Teil hier machen. Und ich denke, dann sollten wir, was den Verkehr angeht, hier vorne doch mittlerweile dann ganz gut unterwegs sein. Eine ähnliche Konstruktion werden wir hier vorne nochmal planen. Das mache ich dann aber tatsächlich jetzt offline, dass ich wirklich hier nochmal hochgehe und da nochmal eine Straße mache, sodass wir hier diese ganzen Verbindungen, die hier auch wegmachen können. Ähnlich wie hier oben. Eigentlich können wir die auch wegmachen. Wir könnten nämlich einfach... Na, hier raus ist schwer. Ne, die können wir nicht wegmachen. Aber das Gleiche werde ich hier nochmal versuchen zu planen, wenn das denn klappen sollte, hier hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.